Die Open World von Fallout 4 ist voller seltsamer Eigenarten und Überraschungen, die im Ödland lauern. Man kann allerdings auch leicht in einen Hinterhalt geraten, wenn man die Zeichen nicht bemerkt, die die Gefahr bereits ankündigen. Der Park rund um den großen Teich mitten in Boston Common ist so ein Gebiet, das man weiträumig umlaufen sollte. Was du aber natürlich nicht weißt, wenn du das erste Mal hier durchkommst. Es sind Warnschilder aufgestellt und die ein oder andere Leiche ist an einen Baum gelehnt, was dir seltsam vorkommt. Doch dann ist es bereits zu spät und du stehst Sworn gegenüber, dem Boss, der dieses Gebiet beherrscht. Sworn ist ein Riese mit einer Rüstung aus Schwanenbooten und einem riesigen Anker als Waffe. In diesen Park reinzustolpern ist wahrscheinlich der letzte Fehler, den du machst. Sworn ist unglaublich tödlich, da er Felsbrocken schleudert, die selbst gepanzerte Gegner mit nur einem Treffer erledigen können. Der Kerl ist ein durchgedrehter Supermutant. Was hilft, ist, sich die Häuserschluchten um den Park herum zunutze zu machen. Da kommt der Dicke nicht rein und man ist zumindest für kurze Zeit vor seinen Geschossen sicher. Auf den ersten Blick würde man nicht erwarten, dass der bunte, fröhliche Jahrmarkt in Chrono Trigger eine tödliche Gefahr bergen würde. Chrono kann durch die Zelte wandern, Minispiele spielen und mit den Händlern sprechen. Du kannst aber auch schon viel zu früh im Spiel eine versehentliche Abkürzung zum Endboss nehmen. Luca stellt auf dem Jahrmarkt ihre Teleports vor, die in der Lage sind, Objekte von einem Ort zum nächsten zu befördern. Wenn man den falschen Teleport betritt, und zwar den rechten, dann wird man in einen Zeitstrudel gerissen und direkt ins Endgame befördert, wo man Lavos gegenübersteht, dem Endboss des Spiels. Dass dieser Kampf sehr unfair ist, weil du natürlich noch viel zu schwach bist, müssen wir nicht extra erwähnen. Der Butcher in Diablo 4 ist kein richtiger Boss, aber er ist genauso gefährlich. Außerdem nimmt der Kampf gegen ihn mindestens so viel Zeit in Anspruch wie ein waschechter Bosskampf. Das Gemeine am Butcher ist, dass er dir im Grunde überall begegnen kann. Diablo-Veteranen kennen den Butcher bereits aus dem ersten Teil und viel hat sich an seinem Auftreten nicht geändert. Egal, ob ihr noch nicht mal Level 10 oder bereits Level 50 seid, Softcore oder Hardcore spielt, der Schlächter ist in den Tiefen der Dungeons stets auf der Suche nach Frischfleisch, das er in mundgerechte Häppchen zerlegen kann. Der Fleischklops kann zufällig in jedem Dungeon auftauchen und selten sogar in Kellern. Aber er kündigt sich nicht an. Wenn du seinen gruseligen Ausspruch Frischfleisch hörst, ist es bereits zu spät. Er kommt auf dich zugestürmt und hackt auf dich ein, dass du zuschauen kannst, wie sich deine Lebensanzeige in großen Stücken leert. Es gibt einen Warnhinweis, der auf das Auftauchen des Butchers aufmerksam macht. Die Musik ändert sich minimal, nimmt an Tempo auf und wird dramatischer. Wenn du dieses Frühwarnsignal erkennst, kannst du vielleicht noch rechtzeitig fliehen. So hart die Dark Souls-Bosse auch sein können, sie sind wenigstens so höflich, sich hinter Nebelwänden zu verstecken, um dich darauf hinzuweisen, dass ein Kampf bevorsteht und du dich darauf vorbereiten solltest. Aber das ist nicht immer der Fall. Tatsächlich stellen einige Dark Souls-Bosse Fallen, in die du blauäugig reinlaufen kannst, wenn du nicht weißt, dass es sie gibt. Der Stray Demon oder Streunerdämon hat genau solch einen Hinterhalt gebaut, und zwar schon ganz am Anfang im Asyl der Untoten. Der Stray Demon lauert in der Startumgebung des Spiels, direkt unter der Arena, in der wir seinen Kumpel bekämpft haben. Wenn wir dorthin zurückkehren, kann es passieren, dass der Boden einstürzt und wir direkt dem Boss gegenüberstehen, in der Kampfarena des Stray Demon. Der Kampf erwischt dich komplett unvorbereitet. Außerdem hindert dich die Grube daran, zu entkommen. Die Flächenangriffe des Dämons sind brutal. Dieser Kampf ist unter Spielern berüchtigt. Solltet ihr die Kampfarena im Undead Asylum tatsächlich absichtlich betreten haben, seid ihr hoffentlich bestens ausgerüstet. Tartarus ist ein massiver Turm in Persona 3, der über 200 Etagen besitzt. In Persona 3 Reload gibt es für diese extrem schwierigen Level keine Minikarten, auf die man sich verlassen kann. Außerdem wird die ein oder andere Etage von mächtigen Bossen besetzt. Zu allem Überfluss wartet in den düsteren Gängen des Tartarus einer der schwersten Bosse im Spiel. Der Sensenmann, oder kurz gesagt der Reaper. Wenn er aus einem stockfinsteren Gang auf dich zuschwebt, wirkt das furchteinflößend wie Sau. Er mag dir erstmal langsam vorkommen, aber wenn er dich erwischt, hat jeder Spott ein sofortiges Ende. Der Reaper ist unheimlich stark. Er ist in der Lage, Gruppenmitglieder per Insta-Kill zu töten. Man sollte es nicht darauf ankommen lassen, ihn zu treffen, bevor man Level 85 erreicht hat.
Der Reaper taucht nur auf, wenn man zu lange in einer Etage verweilt. Daher ist es ziemlich einfach, ihm versehentlich zu begegnen, obwohl man eigentlich nur die Gegend erkunden wollte. Nach circa 3 Minuten, die man in einem Level herumläuft, warnt Wooka die Gruppe vor einem sich nähernden, mächtigen Feind. Dann erscheint der Reaper. Er tötet Easy in 1 oder 2 Runden, auch weil er 3-mal in einer einzigen Runde agieren kann. Alle Skyrim-Spieler sind sich einig, dass Riesen die angsteinflößendsten Gegner im Spiel sind, weil sie dich mit einem einzigen Schlag ihrer Keulen ins All befördern können. Normalerweise spawnen diese Riesen in offenen Gebieten wie Grasland oder Tundra. Dort hat man wenigstens die Möglichkeit, vor ihnen davonzulaufen. Der mieseste Kampf gegen einen Riesen findet aber nicht auf offener Flur statt, sondern in einem winzig kleinen Raum in Dawnguard, wo in einer geheimen Kammer ein Frostriese lauert. Genauer gesagt sprechen wir über die geheime Kammer im inneren Heiligtum von Uariels Tempel. Der Raum sieht aus wie ein typisches geheimes Gewölbe, das man finden und plündern kann. Aber statt eines Schatzes findet man dort einen gefangenen Riesen, der sich auf einen stürzt, sobald man einen Fuß hineinsetzt. Aufgrund der Enge in dem versteckten Raum ist das hier einer der gemeinsten Kämpfe, die es im Spiel gibt. Niemals hast du erwartet, in einer der Kammern einen verdammten Riesen zu treffen. Es gibt keine masochistischere Art, das Aufbauspiel RimWorld zu spielen, als den Erzähler Randy Random für die Story auszuwählen. Denn der ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie das Spiel für dich ablaufen wird. Randy entscheidet, wie er Bock hat, wie viele Raids oder Gefahren auf dich warten. Zufallsereignisse, die deine Kolonie komplett auslöschen, sind das A und O des Spiels. Einige dieser tragischen Ereignisse können jedoch auch vom Spieler ausgelöst werden, ohne dass der es bemerkt. Das beste Beispiel hierfür sind Infestationen. Spezielle Bosskämpfe, bei denen zum Beispiel Armeen von Riesenspinnen aus dem Boden kriechen und versuchen, deine gesamte Siedlung zu verschlingen. Infestationen können zufällig auftreten, aber es gibt eine besondere Art dieses Events, das speziell auf die Aktionen der Spieler zurückzuführen ist. Wenn du Deep Drill für dich entdeckst, also Tiefbohrtechnologie, dann beginnst du damit, den Boden unter deiner Siedlung auszugraben, was leider auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, einen nahegelegenen Spinnenschwarm zu verärgern. In einem Moment freust du dich noch, neue Reichtümer auszugraben, im nächsten Moment bekommst du die Meldung, dass dein Bohrer eine Horde fleischfressender Spinnen geweckt hat. Da hilft nur Verbrennen. Das Altus-Plateau in Elden Ring ist eine schöne Gebirgslandschaft mit Tannen, großen Felsen und vereinzelt platzierten Gegnern. Was du hier am wenigsten erwarten würdest, ist ein fetter Boss in Form eines geflügelten Drachens. Du wanderst also übers Plateau, kümmerst dich um deine eigenen Angelegenheiten und wirst von diesem riesigen Ungetüm überfallen. Lanciaks Kampf besteht aus 2 Phasen. Aber bis du den 2. Teil auslösen kannst, hast du jede Menge Arbeit vor dir. Es ist wichtig, Abstand zu halten, wenn sie in die Luft fliegt, denn das ist Zeichen dafür, dass sie gleich einen Blitz heraufbeschwören wird, der ordentlich Schaden macht. Der Drache wird kämpfen, bis er nur noch 20% seiner Lebenspunkte hat. Dann geht der Kampf an anderer Stelle weiter. Was feststeht, ist nur, du musst gegen Lanciaks kämpfen, sei es mit Absicht oder aus Versehen. Sobald der Kampf begonnen hat, kannst du nicht mehr aussteigen. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Macht euch noch eine schöne Woche, passt gut auf euch auf, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Help me.